Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, meine Fresse, von dir hat man ja Ewigkeiten kein Video mehr gesehen. Ja, weil ich die meisten Inhalte der Videos, die ich normalerweise hier und da in der Woche mache, jetzt in den Streams verlagert habe. Habe ich leider keinem gesagt, aber davon mal völlig abgesehen. Hier die Sache wollte ich mal im separaten Video haben. Und generell wird es ja auch bald wieder mehr Videos geben, weil... sag ich noch nicht, aber... aber wir werden uns heute eine Waffe ansehen, wo viele im Stream gefordert haben, dass ich mal dazu gefälligst mal ein Video machen soll. Denn man sollte vielleicht die Vorzüge vielleicht von einer gewissen Kitgun vielleicht mal vorgeführt kriegen. Und wie ihr an diese Waffe drankommen könnt, werdet ihr tatsächlich auch in diesem Video noch erfahren. Falls also einer mich danach fragen sollte, wie er an die Waffe kommt, ja, das habe ich im Video schon gesagt. Gut, ausgezeichnet, damit haben wir alles geklärt. Das heißt beim Worten, es gibt heute eine neue Ausgabe von R&D. Research und dummes Zeug. Ja, bei mir heißt das so. Und da habe ich in der Vergangenheit ja immer schon euch gerne interessante und ein bisschen strange Builds euch mal präsentieren wollen. Und hier die Waffe hat es mal wieder absolut verdient, dass man das mal zeigt. Und das einzige Problem, glaube ich, ist, dass wenn DE rausfindet, dass genug Leute das Ding benutzen, weil es völlig überzogen ist, wird es wahrscheinlich wieder in den Boden genervt, wie eine gewisse andere Sekundär-Kitgun damals. Aber warten wir erstmal ab. Nutzen die Zeit noch aus, solange wir das Ding hier haben. Also geht es sofort ins Simulacrum, um die Sache zu testen und fortzuführen? Nein, wir gehen auf eine kleine Spritztour. Da werdet ihr sehen, warum ich die Waffe so toll finde. Es handelt sich hierbei um eine Kitgun, die von Demos kommt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht weiter mich drum gekümmert, weil ich dachte mir immer, Biowaffen muss nicht sein. Und glücklicherweise habe ich während einer der Stream-Sessions eben am Sonntag rein zufällig einen Spieler dabei gehabt, der exakt diese Waffe eben dabei hatte. Und netterweise hat der Kollege auch mir verraten, was er denn da für eine seltsame Waffe hatte. Ja, für mich sah es nämlich so aus, als ob einer da quasi eine Art Tentakelarm hat, der nach Gegnern hingeht, da dem einer reinhaut und dann wieder zurückgeht. Zumindest sah es für mich damals während des Streams so aus. Und wie ihr sehen könnt, es ist mehr oder weniger, wenn man so will, eine deutlich weiterreichende Amprex vielleicht, wo allerdings der Kettenblitzeffekt deutlich weiter überspringt. Das heißt mal in Worten, wir haben ja eine Kettententakelknarre. Yeah. An sich wäre das jetzt noch nichts zu Besonderes und man könnte jetzt sagen, na, die Amprex ist trotzdem 10-mal besser oder ich benutze einen Flammenwerfer oder was auch immer ihr gerade benutzen gehen wollt. Aber mittlerweile gab es ja ein paar interessante Mods, die rausgekommen sind, gerade eben, um den Fernkampf zu verstärken. Ich rede natürlich von den Galvanized Mods oder auch den galvanisierten Mods. Ja, wir werden uns gleich die Sache genauer nochmal ansehen. Und diese Teile sind natürlich im Zusammenhang gerade mit dieser Waffe vollkommen überzogen krank. Weil die Waffe macht jetzt schon nicht schlecht Schaden. Und natürlich, wenn er ver-X-facht wird, aber da werden wir gleich rausfinden, dann ist das absolut tödlich. Und vor allem, wir können auch Gegner einer relativ guten Reichweite damit platt machen, ohne viel dicht dran zu müssen. Und das springt trotzdem dann noch brav über auf nahestehende Ziele. Das ist zusammengesehen ziemlich nice. Und ich verrate auch schon den einzigen größten Nachteil bei der Waffe. Ihr müsst den ersten Gegner tot kriegen, aber danach sieht die Sache deutlich besser für euch aus. Ja, weil von da aus laufen eben Mods, sind quasi, weil sie erst on kill quasi getriggert werden. Das heißt, wir müssen mindestens ein Ziel tot haben, bevor erst der Bonus von denen kommt. Aber von da ab geht's steil bergauf und für die Gegner steil bergab. Ja, ich finde eine tolle Waffe, sensationell. Und ich habe auch schon gesehen, damit kann man, wie es aussieht, sogar durch Glas schießen und durch Wände, die dünner sind. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht gewollt ist, aber wisst ihr was, ich nehme das erstmal als gegeben hin. Und am besten mit den Eindrücken im Hintergrund, die jetzt gerade von immerhin Oroken von Mod kommen, das heißt von Level 40 bis 50 Gegner, oder jetzt am Anfang eben gerade eben auch von Elite Sanctuary Onslaughts, das heißt von Level 60 bis 70 Gegner. Und wie ihr seht, so wirklich lang gelebt haben die meisten Gegner nicht. Die waren alle ziemlich schnell tot. Allerdings möchte ich mal simulieren, wie es aussieht gegen Gegner, die mal einen ganzen Stapel mehr Level haben und vielleicht auch deutlich mehr Rüstung. Deswegen sind wir auch hier hingesprungen, nämlich zum Simulacrum, wo wir die ganze Sache ein bisschen besser testen gehen können. Vor allem gegen Gegner, die deutlich, wie gesagt, mehr Rüstung und Level haben. Und lasst uns direkt mal loslegen. Und hier hätten wir jetzt eben Level 175 Bomber, das höchste, was ich momentan an Level einstellen gehen kann. Und das wird jetzt am Anfang nicht so glorreich aussehen, aber passt mal auf, sobald ich einen einzigen auch nur tot kriegen soll, dann wird das plötzlich ein bisschen anders aussehen. Damit wir aber erstmal Statuseffekt auf die Gegner draufkriegen, fangen wir hiermit an. Und los.
Ja, der Schaden ist jetzt noch nicht wahnsinnig schnell wegen der vielen Rüstung. Aber jetzt passt mal auf, was passiert, wenn die erstmal am Umfallen sind. Dafür, dass die Typen eigentlich viel Rüstung haben, halten sie nicht wirklich lange aus. Das ist gar nicht verkehrt. Warte, war noch einer. So viel zum Thema der 20 Bombards. Das sieht schon mal alles zusammen gesehen gar nicht schlecht aus. Und vielleicht habt ihr auch schon gesehen, ja, dieser Kettenblitz springt eben doch relativ gut und auf viele Gegner über. Und das ist natürlich zusammen gesehen absolut sensationell. Genau, was wir schon immer haben wollten. Und jetzt könnt ihr natürlich die Frage in den Raum stellen, was ist eigentlich mit Gegnern, die jetzt keine krasse Rüstung anhaben? Dann nehme ich mal das Tougheste, was mir gerade einfällt. Wir nehmen mal, hier diese Kampfsocken, wie ich sie immer noch nenne. Enzentiler der Stufe 175. Mal gucken, was die dazu sagen. Weil immer ein Eximus, da müsste man aussehen, ich werde gleich von der Aura gekillt. Mal lassen wir den wahrscheinlich tot machen. Oh, da gab es einen Sprung und dann... Ja, das sieht gut aus. Ausgezeichnet. Hier diese Explosion am Ende, die kommen von was anderem. Erkläre ich aber gleich. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, das können wir schenken uns. Das Einzige, wo die Waffe ein bisschen Probleme hat, ganz ehrlich gesagt, ist momentan, wie ich die Mods reingetan habe, gegen Korpus. Gegen Korpus noch nicht ganz so gut. Zumindest mit den Sachen, die hier drin sind. Aber, mein Gott, was hast du da drin? Und vor allem, was ist das für eine Waffe? Erzähl ehrlich, zeig es doch endlich mal. So, das wären jetzt die Mods, die ich reingetan habe. War jetzt mal meine Idee. Es ist jetzt nicht maximiert, was ich hier gerade getan habe, sondern einfach nur Pi mal Daumen, wo ich dachte, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Das Wichtigste hier bei diesem ganzen Bild, bei dieser ganzen Idee ist folgendes. Wir wollen relativ viele verschiedene Statuseffekte auf das Ziel kriegen. Das heißt, wenn wir mit dem Warframe vorarbeiten, vielleicht auch mit Saryn oder halt eben mit Ember oder mit irgendeinem Warframe, der in der Lage ist, Statuseffekte von irgendeiner Art auf Gegner aufzutragen. Je mehr, desto besser. Vor allem die Waffe hat ja auch noch mal einen ganzen Satz davon, desto mehr Schaden machen wir. Warum? Wegen den galvanisierten Mods. Der hier sagt nämlich zum Beispiel, ja, plus 80% Statuschance und wenn jemand gekillt werden soll durch die Waffe, dann kriegen wir hier ein plus 40% Bonus an Schaden eben für jeden einzelnen Statuseffekt auf dem Ziel. Das hält für 20 Sekunden und stackt zweimal. Das heißt, bei den Worten, 80% Bonusschaden also für jeden Statuseffekt auf einem Ziel. Das ist ziemlich pervers, muss man gerade mal sagen. Und der andere Mod macht einfach nur Multishot mehr. 80% Bonus Multishot und auch einen Kill gibt es mehr Multishot dazu. Das heißt, noch mehr Tentakeln, noch mehr Status-Effekt-Chance, noch schlimmer alles in allem gesehen. Daumen hoch, sage ich nur. So wie ich es jetzt hier habe, haben wir eine 84% Status-Chance. Crit-Multiplier ist 4,4 mit einer 28% Crit-Chance. Wie gesagt, wir könnten das ganze Ding auch Richtung Crit basteln. Allerdings, da diese Waffe generell am meisten abgeht, wenn wir Statuseffekte auf Ziele auftragen, habe ich gesagt, komm, gehen wir lieber Richtung Status. Weil sonst könnte man ganz andere Mods hier reinschmeißen. Ich brauche hinten noch was zum Freischalten noch, da könnte man also noch mehr mit Sachen treiben. Und das hier, diese komischen roten Flächen auf dem Boden, ist wieder das Residual Boils oder so ähnlich. Das, ich habe eine 20% Chance, dass eben diese Dinge auf dem Boden entstehen. Und normalerweise sollte ich damit mehr Schaden machen, wenn ich drin stehe oder sowas. Aber okay, also für mich war eigentlich nur wichtig, dass wenn die Dinger hochgehen, tragen die einen Feuerschaden auf. Auf jeden Gegner innerhalb von 10 Meter Reichweite. Wo ich sage dann, oh, noch ein Statuseffekt mehr. Wenn ich gerade also nicht genug Energie habe, um mit Ember zum Beispiel Feuer zu produzieren, ne, habe ich es eben damit. Wir können auch was anderes da reinschmeißen. Und die restlichen Mods sind eigentlich schnell erklärt. Am besten, ich nehme die, sofern ich mich daran erinnern kann, die deutschen Namen, die englischen kann man ja lesen hier gerade. Also erst hat man Einkerbung, Basisschaden erhöhen. Wollen wir auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes hier Heavy Kaliber oder schweres Kaliber. Auch Basisschaden weiter erhöhen. Die Treffergenauigkeit geht runter. Kann uns egal sein. Wir benutzen eine Art von Beamwaffe. Und da ist diese Akkuranz, die runter geht, vollkommen egal. Dann haben wir hier, ich weiß gerade nicht, wie es in Deutsch heißt, aber damit einen Crit-Schaden schlicht ergreifend erhöhen. Läuft, sage ich nur. Dann hier Hochspannung wegen Statuschance und dass wir eben Blitzschaden dabei kriegen, weil ich möchte gerne zwischendurch die Leute betäuben. Weil nebenbei, also alles kann ja hier triggern. Alle Schadenstypen können ja zwischendurch gerade bei dem Statuseffekt hier herumkommen und eben, wenn Volt auftritt, dann wird das Tier kurz betäubt. Das möchte ich gerne haben. Nebenbei, das ist ein Statuseffekt ist natürlich noch. Und die anderen beiden Sachen sind schnell erklärt, weil hier, das weiß ich nicht mehr in Deutsch. Aber ja, der Giftschadensmod eben auch mit Statuseffekt dabei. Und zuletzt richtig schönen großen Bonus durch den Prime-Mods eben, nämlich ja, die Kryo. Kugeln oder wie sie heißen, mit 165% Bonus Kälteschaden. Das heißt, man hier die beiden sorgen eben für viral. Ja,
Und wie gesagt, all der Kram kann ich hier procken. Das sind ja immerhin 5 verschiedene Schadenstypen. Natürlich primär wird viral procken, was ich gern möchte. Und als nächstes wahrscheinlich dann elektrischer Schaden. Früher war das nicht so, weil damals war es ja wirklich so, dass Elementschaden weniger gewichtet wurde als der physische Schaden. Aber mittlerweile sieht es so aus, nope, die Zahl, je höher die Zahl ist, desto häufiger kommt auch der Statuseffekt durch. Aber die Chance, dass die anderen halt alle procken, ist gegeben. Und das heißt mal im Worten, in der einen Waffe ist eigentlich schon alles drin, was ich brauche, um richtig bösen Schaden zu fahren. Ja, natürlich, wie gesagt, Warframes, die mehr Statuseffekte noch mit oben um sich schmeißen, die dann noch extra Effekte drauf auftragen, wäre natürlich toll. Am besten natürlich Warframes nehmen, die eben nicht die gleichen Schadenstypen haben, weil sonst überlagert der Spaß sich ja und das bringt es am Ende ja nichts. Und ja, ich müsste eigentlich auch vielleicht Primary Arcanas hier reinschmeißen, nochmal Gewehrschaden erhöhen oder sowas. Aber wie ihr seht, habe ich es noch nicht freigeschaltet. Aber das sind noch Ausbaustufen, die ihr natürlich noch einbauen gehen könnt. Aber generell ist das schon mal alles in allem gesehen ziemlich finster und böse. Und die einzige Möglichkeit, das noch zu toppen mit dem, was ich jetzt hier gerade stehen habe, wäre, die ganze Sache mit Zerruin zu probieren. Denn mit Zerruin haben wir so Optionen wie zum Beispiel Waffe selber vergiften erstmal. Da haben wir schon mal Giftschadensbonus drauf. Da natürlich tun wir nochmal Sporen auf Gegner drauf machen, was Korrosivschaden gleich machen wird. Und am besten verteilen den ganzen Kram schon ein bisschen, so mit, ja, auf alle. Dann hauen wir noch Hedas raus. Ist zwar viral, aber das tun wir gleich eh benutzen. Und dann haben wir die Startzeit nicht mehr so lange. Und die Gegner fallen wahnwitzig schnell um. Muss man erstmal zusammen sagen. Das ist eigentlich schon der größte Delete-Button aller Zeiten, hätte ich fast gesagt. Sobald die Gegner ein bisschen zusammenstehen, ist es vorbei und die Jungs sterben schneller, als man gucken gehen kann. Absolut krank. Und damit ihr nicht auch wisst, was für Bauteile benutzt worden sind, also, wir reden ja von der Kitcan von Demos, also bei der Chamber, bei der Kammer wäre es also der Vermisplicer, bei Lorda wäre es der Makrothymoid oder so ähnlich und beim Grip wäre es der Palmaris. Ausgezeichnet. Vielleicht sollte man kurz hingehen bei der Ecke, wo wir das Zeug kaufen gehen, damit es ein bisschen einfacher wird. Denn dafür müsste man einfach nur auf Demos gehen und zum guten Vater oder auch wie er später Vilkor eben auch heißt gehen und da müsste man eigentlich die Sachen uns einfach nur kaufen gehen. Also als erstes bräuchte man diesen Vermisplicer, das ist glücklicherweise ein relativ offensichtliches Teil, sowas mit Widerhaken versehentes, sieht aus fast wie ein Harpunenstück vielleicht oder ein Stück vom Speer. Relativ einfach dran zu kommen. Die meisten Bauteile findet ihr einfach auf Demos. Da ist noch nichts zu Spezielles eigentlich bei. Dann zu dem Makrothymoid oder so ähnlich. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Teil, was genauso aussieht. Aber ja, das habe ich jetzt mal hier eingebaut. Mhm. Und da haben wir natürlich jetzt auch schon Sachen bei, die ein bisschen weniger einfach zu finden sind. Und zwar diese Skillions oder sowas, wo ich jetzt da gerade diese 4 von 3 habe. Weil dafür müssten wir eigentlich in die Vaults reingehen, um die zu kriegen. Okay. Und der Griff war ja dieser Palmaris. Und auch das sind einfach Sachen, die man mehr oder weniger hinterhergeworfen kriegt. Auch wenn ich gerade sehe, dass von ein paar Sachen, die ein bisschen seltener sind. Aber eigentlich solltet ihr nicht zu große Probleme haben, da dran zu kommen. Im Zweifelsfall müsst ihr bei eurem Mining-Kollegen vorbeischneiden, weil der womöglich euch schon ein paar Rezepte verkauft, um ein paar der Mineralien umzuwandeln. Eben in diese Bauteile. Aber ansonsten, ja, das wäre zumindest schon mal von den einzelnen Klamotten, die ihr haben solltet dafür. Wie gesagt, ihr könnt auch andere Sachen da einbauen oder wenn ich mich verguckt habe, wir könnten glaube ich sogar andere... Ah, genau was ich meinte. Man könnte theoretisch auch hingehen und vielleicht von einer gewissen anderen Open World sich auch andere Bauteile organisieren. Das Einzige, was wir auf jeden Fall mitbringen müssen, ist das hier. Die Idee nämlich, dass wir Tentakel abschießen. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Also Vermisplice sollte man dabei haben. Aber der Rest theoretisch, wir könnten theoretisch auch andere Waffen dabei schmeißen, wenn wir unbedingt wollen. Und dann hätten wir vielleicht so ein interessant aussehendes Teil. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dazu angucke, oh nee, der Schaden und noch ein paar andere Stats sind nicht so wirklich toll. Aber hey, ihr könnt am Ende des Tages ja tun, was ihr immer ihr mögt. Und falls ihr das Video mit den galvanisierten Mods noch nicht gesehen haben sollte, gehe ich auch ganz kurz noch darauf ein, wo ihr die nicht herkriegen gehen könnt. Nämlich, dafür müsst ihr aufs Relais gehen und bei den guten Arbeit auf Hexes mal aufschlagen. Weil hier gibt es ja diesen Arbitration Honors Typen. You have come to collect honors. Earned through arbitration? Ne, nicht wirklich, aber wie dem auch gerade sei. Natürlich müsst ihr da ganz Sonnensystem aber freigeschalten haben, um überhaupt die Arbitration mitmachen zu können. Aber wenn ihr das getan habt, gibt es eben Zugang zu diesen Galvanized Mods. Und davon gibt es eben die für Schrotgewehre, was ich jetzt auch gerade schon am Stricken was mit bin. Und Pistolen,
Das dauert ein bisschen länger und eben für Gewehre. Und gerade hier, diese beiden habe ich mir schon mal organisiert. Die einzige Modart, die ich wahrscheinlich mir nicht so schnell holen werde, wäre die letzte, weil da wird nämlich gesagt, oh ja, wenn du Kopfschüsse machst, gibt es tolle Effekte. Und mal im Ernst, ich bin A, nicht der größte Zieler, gerade auf Köpfe oder so, und B, wenn ich jetzt Sniper Rifle toll machen wollen würde, wäre das vielleicht eine Option, aber sag mal so, ich habe das eher mir ein bisschen geschenkt über Schrotgewehren, dass die Projektilgeschwindigkeit, dachte ich mir auch so, na, und auch Headshots für Pistolen, ne, das habe ich noch nicht genommen, aber den Rest, Bonusschaden für Statuseffekte und eben Multishot, nehme ich in jedem Tag der Woche. Und das wäre es von meiner Seite auch tatsächlich schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's für Mega 3 und ja, das mal so als kleines Infovideo gerade dazu. Nur damit die Leute mal wissen, was für eine Waffe ich benutzt habe. Natürlich, wie gesagt, ich behaupte jetzt nicht, dass das jetzt die beste Version der Waffe ist, die möglich ist. Aber es ist jetzt die, der Kollege mir gepostet hat. Und ich habe ihm gesagt, nee, weißt du was, ich nehme jetzt genau das, was du da genommen hast. Ich will wissen, wie das so wirkt auf mich. Und vielleicht muss ich immer noch hingehen und mal gucken, ob noch andere Konstellationen von Modulen vielleicht in der Kitgun das Ding noch schlimmer machen. Aber für mich reicht das hier gerade schon beinahe völlig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das Ding ist sehr, 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 ich muss sagen, das macht sehr viel Spaß, das Ding zu benutzen. Ja. Auch wenn man natürlich dabei das Zielen vollkommen verlieren wird. Weil man muss ja nur in Anführungsstrichen die Nähe von einem Gegner halten und schon sieht man den Tentakel an allen Seiten, vor allem auch andere Gegner überspringen und dann ist das Spiel für die direkt zu Ende. Ja, das wäre es von mir, wie gesagt, erstmal gewesen. Bis dahin also erstmal und ciao.